Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist zu laut so? Ich bleibe mal ein bisschen auf Abstand, dann geht das. Ich freue mich, dass ich von Hans-Jörg Müller die Einladung bekommen habe und bin dieser Einladung gerne gefolgt. Wir müssen einen Schulterschluss hinkriegen zwischen allen, die einfach für ihr Land einstehen. Das ist es, was heute gefordert ist. Wir sind eine Partei, die wirklich von sich sagt, wir wollen, dass es unserem Land gut geht. Und dazu ist eine ganze Menge zu tun. Es ist sehr viel zu tun, aber vielleicht vorab noch mal ganz kurz, damit Sie noch mal wissen, was ist damals so gelaufen. Ich habe das hier in absoluter Kurzform mal festgehalten. Also am 3. Oktober 2003 habe ich eine Rede gehalten, wie an jedem 3. Oktober, als Bürgermeister damals und dann später als Abgeordneter. Und bei dieser Rede hat mich eins motiviert. Ich konnte das nicht mehr hören. Die Deutschen sind ein oder sogar das Tätervolk. Da hat in mir alles rebelliert. Was machst du da? Sprichst du dazu was? Ja, habe ich dann getan. Und der Kernsatz meiner Rede, weil ich einen Vergleich angestellt habe, gewagt habe, zwischen jüdischen Menschen, die in der Oktoberrevolution sich betätigt haben, und deutschen Menschen, die in der NS-Zeit sich betätigt haben. Beide als schlechte Menschen, ja, die anderen das Leben genommen haben. Und da habe ich dann gesagt, das war die Sinnspitze meines Vortrages, weder die Juden noch die Deutschen sind ein Tätervolk. Ich glaube, den Satz kann jeder unterschreiben. Und aus diesem Satz hat dann das ARD-Fernsehen gemacht, die Überschrift im Internet, CDU-Abgeordneter nennt Juden Tätervolk. Das war natürlich genau das Gegenteil von dem, was ich gesagt habe, aber dann war es in der Welt. Und dann haben alle, auch der damalige bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende, sofort in die Kerbe reingehauen. Und ich weiß genau, aus erster Hand, er ist dann gefragt worden, hast du denn die Rede gelesen? Und da hat da Edmund gesagt, nein. Aber so ist es halt gewesen. Er hat dann gesagt, der Hohmann ist außerhalb des Verfassungsbogens. Und dann war natürlich das Todesurteil gesprochen. So ist das damals gelaufen. Dann hat man, die Musik könnte man ausmachen, ja. Dann hat man mich zunächst strafversetzt von dem Innenausschuss in den Umweltausschuss und Frau Merkel hat gesagt, wir haben jetzt hart reagiert, er hat sich entschuldigt, wir haben ihn strafversetzt, gut so. Aber die Springerpresse hat noch weitergemacht und wir haben gedroht, wenn der Hohmann nicht rausfliegt, fahren wir monatelang eine Kampagne gegen den Hohmann und gegen die CDU. Ja, und dann haben wir überlegt, was machen wir jetzt? Kamen die Abgesandten von Frau Merkel zu mir und haben gesagt, also Martin, deine Rede war misslungen. Du musst sie ganz zurücknehmen. Habe ich gesagt, dann nennt mir einen Fehler in dieser Rede. Die war misslungen. Nennt mir einen Fehler. Dann nehme ich sie zurück. Kam keine Antwort, aber dann der Rausschmiss. Und beim Bundesparteigericht habe ich dann gesagt, lieber bleibe ich bei der Wahrheit als bei der CDU. Na ja, gut. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Mitglieder und Freunde der AfD hier im Süden unseres Vaterlandes, ich bin, wie gesagt, gerne gekommen. Und was bedeutet der Besuch hier? Der Besuch hier bedeutet, dass wir, die AfD, weniger eine Partei sind, als vielmehr eine Kampfgemeinschaft. Eine Kampfgemeinschaft aus den Deutschen, die ihr Vaterland in Not sehen. Eine Kampfgemeinschaft von Mitstreitern, die erkannt haben, diese Wahl ist wahrscheinlich die letzte Chance. Die letzte Chance, das Ruder herumzureißen. Und deshalb, lieber Hans-Jörg Müller, wir stehen in Schulterschluss, Seite an Seite. Wir kämpfen als Hessen und Bayern vereint für unser Deutschland. Jawohl.
kurz vor der Wahl soll noch eine kleine Bestandsaufnahme gemacht werden. Wo stehen wir? Was muss sich ändern? Respekt. Respekt ist ein Schlagwort in diesem Wahlkampf. Die Linke, die Partei Die Linke, plakatiert es. Respekt hat vor einiger Zeit auch der DFB gefordert. Und beim Bayerischen Fußballverband wird man schon deutlicher und nennt eine entsprechende Initiative Anti-Rassismus-Kampagne. Also Respekt, Anti-Rassismus-Kampagne. Worum dreht es sich? Was ist das genau? Bei Wikipedia lesen wir: Respekt, kein Platz für Rassismus, ist eine 2006, also schon ein paar Tage her, gegründete Initiative, die sich gegen Rassismus, Diskriminierung und Intoleranz wendet. Sie wirbt für ein respektvolles Verhalten gegenüber anderen, für Toleranz, Anerkennung und Wertschätzung. Lassen Sie sich das mal jetzt nochmal langsam durch die Gehirnwendungen gehen und spiegeln Sie das gegen die jetzige Zeit. Für Toleranz, Anerkennung und Wertschätzung. Also ich muss eines sagen, als AfD-Mitglied habe ich von den Altparteien weder Toleranz noch Anerkennung noch Wertschätzung erfahren. Oft ganz im Gegenteil. Sie haben es ja auch schon gesagt, Plakatzerstörung, tätliche Angriffe. Bei Frau von Storch wurde das Auto angesteckt und so weiter und so weiter. Da ist also die Linke vom Staat finanzierte SA durchaus aktiv. Und ich nehme da kein Wort zurück davon. Es regen sich zwar hier Leute auf und sagen, ja, in der Sowjetunion, da würde es sowas geben wie so halbstaatliche Schlägertrupps. Ja Gott, bei uns gibt es das auch. Da müssen wir nicht erst bis in die Sowjetunion oder in die Türkei gucken. Die Rote Flora, Sie wissen noch, was da geschehen ist in Hamburg. Die wird von der Stadt Hamburg bezahlt, diese Unterkunft, in der dann die ganzen politischen Attacken geplant, besprochen werden, das wird von unserem Staat bezahlt. Was ist das anders als eine rote SA? Jawohl. Ja, und Toleranz, Anerkennung, Wertschätzung, das sind schöne Begriffe, aber wir haben sie, wie gesagt, aktiv nicht erfahren können. Und besonders habe ich den Eindruck, ist diese Wertschätzung von der politischen Seite her nicht gegenüber den Menschen da, die, wie es so schön heißt, in dem Neusprech der Frau Merkel, für die Menschen da, die schon länger hier leben. Das Wort Deutsche vermeidet sie ja inzwischen. Ja, im Gegenteil, diese Deutschen verdienen offensichtlich keinen Respekt. Und wer hat das festgestellt? Aus allerhöchstem Mund, nämlich von dem damaligen Bundespräsidenten Gauck, haben wir erfahren, jetzt wörtlich, die Bevölkerungen sind im Augenblick das Problem. Ich sage es nochmal ganz langsam. Die Bevölkerungen sind im Augenblick das Problem. Die Eliten sind gar nicht das Problem. Also das politische Establishment ist in Ordnung, aber ja, ich möchte mal sagen, alle, wie wir hier im Raum sind, wir sind dann Teil der Bevölkerung. Wir sind das Problem. Wahrscheinlich, weil wir auch bereit sind, AfD zu wählen. Das ist das Problem.